So, das sechste Teil ist hier. Okay, yeah. Ja, es ist ja bald soweit. Hearts of Stone, die Erweiterung. Danke, dass ich sie gekauft habe. Bla bla bla. Ja. Aber erst ab Stufe 30. Da müssen wir noch ein bisschen spielen im Hauptspiel. Gut. Runenschmied. Es gibt jetzt einen Runenschmied. Da müssen wir mal vorbeigucken. Das ist nämlich neu. Aber ich glaube, den kann ich auch erst ab Stufe 30 benutzen. Genau. So. Das schaffe ich nur mit Art. Und kabam! Falls irgendwelche Monster da drin lauern. Ne? Leider nicht. Also gut. Dann abwärts. Scheint eine ganz normale Mühle zu sein. Katzenschule hat sich also hier eingenistet, oder was? Ah, eine Kiste. Ah, da ist sie ja. Und da ist vom Prinzen das Tagebuch. Dort finde ich heraus, wo der nächste, wo das andere Teil, das letzte Teil der Katzenschule liegt. So, lass mal lesen. Wo ist er denn? Das Buch. Da ist es. Wer will, kann es lesen. So. Was ist das eigentlich hier? So, das geht gar nicht. Sollten auch demnächst wieder hier ein bisschen zu unseren Buchspezialisten und alle Bücher verkaufen. Zuerst das natürlich alles lesen. Oh, eine Karte haben wir auch wieder bekommen. Egal. Ach nee, das ist gar keine Karte. Lesen wir alles. Wir lesen alles. Stück für Stück. Und den Brief hier. So, haben wir alles gelesen? Gut. Ausrüstung der Katzenschule. Ja, wo ist das nächste Stück? Egal, gehen wir erst wieder hoch. Ja. Von der anderen Seite wäre besser. Moment. Hier habe ich noch was gesehen. Ah, Schweinehaut. Aber gut, das lässt sich gut verkaufen. Sonst ist hier nichts mehr? Nein. Alles klar. Also, die Beschaffung der Schemen von der Katzenschule fand ich jetzt irgendwie besser wie von der Greifenschule. Aber egal. Wer weiß, wie es bei der Bären- und Wolfschule ist. Gut, was haben wir hier? Ah, Zwergenschnaps. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Ja, das machen wir mit. Und wie sieht's hier aus? Ich darf nur nicht so schnell laufen, weil sonst falle ich runter. Ah, was war das? Ich dachte, das wäre das in der Ecke gewesen. Ja, kriege ich nicht? Schade. Naja, wir können ja noch kurz hoch. Uns noch schnell oben umgucken. Eine weitere Kiste. Oh. Sogar ein guter Runenstein. Das war schon fette Ausbeute. Warum bin ich hier eigentlich niemals rein? Achso, jetzt bin ich ganz oben. In dieser Burg. Ja gut, dann muss ich jetzt wieder runter. Ein Skelett. Hier ist jemand auf dem Balkon krepiert. Ach, kein schöner Tod. Vielleicht vergiftet oder so. Wer weiß. Eine Blutspur an der Wand. Hier ist ein Mord passiert. Das ist eins, was sicher ist. Wo ist der Ausgang? Vielleicht hier? Oh, Wasser, das ist gut. Nein.
Okay. Hier sind wir auch fertig. Jetzt müssen wir das Wrack des fliegenden Hirsches erforschen. Mal gucken, wo der ist. Der muss irgendwo auf dieser Insel sein. Ah, okay. Brauche ich ein Boot? Von Novigrads Docks kann ich dorthin fahren. Ist aber ein langer Weg. Ich kann aber hier auch die Windgrotte. Viverngrotte. Ja, da wo ich den königlichen Vivern getötet habe. Aber auf der Insel war ich doch schon. Oh Mann, jetzt darf ich da wieder hin. Egal. Okay. Dort drüben also. Dann gehen wir mal baden. Und hoffen, dass keine... Nö. Keine Ertrunkenen. Habe ich noch Schwertwahl? Perfekt. Dann trinke ich das gleich mal. Dann kann ich auch viel schneller schwimmen und tauchen. Kann ich auch hier so ein paar Kräuter, so Wasserkräuter sammeln. Was ist das da vorne? Sieht aus wie eine Kiste. Egal. Ah, das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch mit. Sauerstoff wird langsam knapp. Gehen wir mal wieder nach oben. Da drüben in der Ferne sehe ich es schon. Das Wrack des fliegenden Hirsches. Tauchen wir noch mal ein Stückchen. Viel von diesen Kräutern habe ich ja nicht. Wow, endlich mal ein Stückchen Wasser, wo nicht besetzt ist von diesen ekligen Monstern. Hier ist es. Das Schiff scheint hier gekentert zu sein. Ist wohl in einen Sturm gekommen. Und hier an dieser Insel aufgeschlagen. Okay. Ich denke mal, dass ich es unten finden werde. Da ist sie doch. Ah, perfekt. Und die Notiz eines Magiers. Das war's. Wir haben die Katzenausrüstung. Und können sie jetzt herstellen. Jawohl. Super. Jetzt müssen wir nur wieder an Land schwimmen. Yep. Schwertwahl haben wir ja noch. Also tauchen wir. Die Kisten hier habe ich auch schon geplündert. Okay. Nachdem wir jetzt die komplette Ausrüstung der Katzenschule haben, müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Bald geht's los nach Skelligan. Bald gibt's hier nichts mehr zu erledigen. Weil mein Level zu niedrig ist. Und dann muss ich mal wieder ein bisschen die Hauptquest verfolgen. Jetzt habe ich genug Nebenaufgaben gemacht. Okay. Wie es aussieht, komme ich hier nicht hoch. Felsen sind zu steil. Oder? Ah, doch, geht. Sehr gut. Okay, wo sind wir denn jetzt?
Irgendwo in der Pampa. Dann gehen wir mal zur Windmühle, würde ich sagen. Holen Plötze und gehen zur Windmühle. In der Nähe von Novigrad sind wir ja auch. Aber was können wir denn als nächstes machen? Das machen wir nicht. Das ist hier, der DLC. Den habe ich nämlich jetzt demnächst gekauft. Und Auftrag eines Ding, die mysteriösen Spuren, das können wir noch machen. Das Ding aus dem Sumpf, da müssen wir noch nur bei dem unsere Belohnung noch abholen. Warum wir das nicht getan haben, weiß ich auch nicht. Aber ich würde mal hier mysteriöse Spuren machen, wo auch immer das sein mag. Wo ist denn das? Die mysteriöse Spur. Da unten. In Lindenthal, okay. Gut. Dann reiten wir als erstes zu einer Schnellreise und dann gehen wir nach Lindenthal. Wo steckt das Pferd schon wieder? Plötze! Da bist du ja. Warum kommst du nicht sofort? Pfeif mir hier die Lunge aus dem Hals. So. Auf geht's! Langsam. Ah, da ist sie ja, die Windmühle. Perfekt. Hey, Händler! Schön, dass du hier bist. Bleib mal kurz stehen. Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt. Du bist irgendwie mein Pferd, sein Kopf in dir. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, lass mal sehen. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, lass sehen. Hä? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja gut, dann halt nicht. Leb wohl. Nochmal? Sei gegrüßt. Hallo? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Also es geht nicht. Leb wohl. Na gut, dann halt nicht. Wieder ein Bug. Ah, wie schön. Bug Report. Jetzt wollte ich mich schon freuen, dass ich einen Händler gefunden habe und ein bisschen Zeug verkaufen kann. Aber nein. War wieder mal ein Bug am Werk. Naja gut. Ab geht's nach Lindenthal. Hey, hey, was ist da los? Was? Noch einer? Verschwinde! Ihr Hexer macht nur Ärger. Das Dorf hat genug ertragen. Was ist denn los? Du bist nicht mehr so. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Was ist dann davon so schrecklich? Was wollte er denn? Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie... Oh, ich ertrag's nicht, ich bring diesen Hurensohn um! Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein, ein Hexerbalg. Was? Wo finde ich den Mann? Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Schon wieder ein Hexer. Das kann doch nicht wahr sein. Hoffentlich ist er mir nicht feindlich gesonnen. Ich muss ihm nur ausreden, dass er das Kind mitnimmt. Der Friedhof ist in diese Richtung. Eine klare Nacht, um ein Monster zu töten.
Er hat sich auf jeden Fall die beste Zeit ausgesucht. Naja, er handelt wahrscheinlich nicht in seinem eigenen Sinne. Wahrscheinlich sucht er nur neue Schützlinge. Moment mal. Hier war ich doch demnächst. Ghoul! Na komm her! Wo ist denn der Hexer? Hat er dich übersehen oder was? Wo steckt er? Äußerst merkwürdig. Ein Altar. Und eine Kiste. Wo steckt er? Hier hat er auf jeden Fall etwas aufgebaut. Moment mal. Da. Er ist hinten rumgegangen. Da ist er also. Danke. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Es hat zwei Hexer gebraucht, um diesen Ghoul zu töten. Hier ist nur ein Hexer. Soll ich diesen Betrüger entlarven? Mein Gott, er wollte ja eigentlich... Ich muss herausfinden, ob er was dem Mädchen wirklich getan hat. Das Monster war wild. Es brauchte zwei Hexer, um es zu besiegen. Das ist eure Sache. Der da wollte kein Geld. Also gibt's nichts, worüber ihr euch streiten könntet. Natürlich. Dieser Hexer hat also die traditionelle Belohnung verlangt. Ein weiteres heiliges Hexerprinzip, das man kennen sollte. Ja? Nämlich? Er wird sein Versagen abarbeiten. Er darf nicht in dieses Dorf zurückkehren. Er soll's abarbeiten. So ein Hexer, der Hilfe eines Bruders bedarf, muss er sein Medaillon in der Erde vergraben und damit seinen Handel widerrufen. Alsdann muss er ein Jahr lang für den Dorfältesten schaffen. Ihr könnt ihn jetzt hinbringen. Oh, ein Hexer wiegt gewiss zwei normale Arbeiter auf. Mindestens zwei. Lebt wohl. So schaut's aus. Der möchtegern Hexer ist entlarvt. Okay. Wieder zurück nach Lindenthal. Und den richtigen Hexerauftrag machen. Muss jetzt nur noch mal gucken, wo ist der Hexerauftrag? Hier, mysteriöse Spuren. Okay. Jetzt haben wir den Hexer zum... Ja, wie soll ich sagen? Zum Arbeiten verdonnert. Okay. Hey, guter Mann, was habt ihr für einen Auftrag? Was denn? Wie, was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Ein Werwolf? Gut, reden wir über meine Belohnung. Ich kann mich um das Monster kümmern, aber nicht kostenlos. Wie viel willst du? Was würdest du mir denn geben? Wie wär's mit... 350? Ist das zu viel? Du verlangst viel.
Naja, angesichts der Arbeit. Geh ein paar Kronen runter, dann kommen wir ins Geschäft. Okay. Wie wär's dann mit 140? Ich meine, es hört sich an nach einem Werwolf. Der ist nicht gerade billig. Du verlangst viel. Naja, angesichts der Arbeit. Geh ein paar Kronen runter, dann kommen wir ins Geschäft. Okay. Von 340 auf 320. Okay, jetzt bin ich 20 Kronen runter. Du verlangst viel. Ah, leck mich. Naja, angesichts der Arbeit. Geh ein paar Kronen runter, dann kommen wir ins Geschäft. Das gibt's doch nicht, du Geizkragen. Also gut. 300 Kronen, aber weiter runter gehe ich nicht. Das können wir dir zahlen. Gut. Alles klar, ich kümmere mich darum. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich. Ja, danke. Okay, mysteriöse Spuren. Dann schauen wir mal. Um was für ein Monster es sich handelt. Um ein Werwolf. Vielleicht doch um einen Wyvern. Aber ein Werwolf reißt keine Wölfe. Das ist zu komisch. Naja. Der Jäger hat gesagt, hier sind Wölfe gerissen worden. Dann schauen wir uns mal. Tatsächlich. Lauter Leichen. Schaue ich mir mal die Spuren an. Das Monster hat das ganze Rudel getötet. Aber warum? Fußspuren. Groß, richtig groß. Folgen wir ihnen. Das Monster scheint auch ein Reh getötet zu haben. Ein Wild. Egal. Folgen wir weiter den Spuren. Sieht wirklich nach Werwolf aus. Es ist den Baum hochgeklettert. Und jetzt? Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Alles klar. Dann folge ich jetzt dem Geruch, oder wie? Tatsächlich. Alles klar. Es ist sicherlich ein Werwolf. So wie es aussieht. Kein Zweifel. Was ist das? Hä? Stinkt nach Bierscheiße. Ja, alt und vertrocknet. Der Biers ist schon länger in der Gegend. Biers? Ich muss einen anderen Weg finden. Der Biers ist da hochgeklettert. Mist. Zu steil. Muss wohl ganz außen rumrennen. Keine Chance. Na komm. Na also, geht doch. Jetzt muss ich nur wieder die Spur finden. Was zum Teufel ist ein Biers? Wo hat die Spur geendet? Irgendwo hier. Ist der hier auf dem Baum? Da. Nein. Das sind nur Pflanzen. Will ich aber mal mitnehmen. Ich muss den Ort finden, wo die Spur geendet hat. Und dann finde ich auch eine weitere Spur. Obwohl? Hier muss es irgendwo eine Höhle geben. Da. Ich habe ihn gefunden. Okay. Und runter. Ah.